Freunde, in diesem schnellen Guide schauen wir uns alle Gemälde von Shadows of the Erdtree DLC an. Ich zeige euch alle Lösungen und Fundorte. Wir starten mit dem Gemälde der Heilige Turm und ja, das können wir tatsächlich ganz am Anfang noch nicht finden, weil wir das Gemälde erst lösen können, wenn der Schatten vom Heiligen Turm weg ist. Das Ganze passiert erst im Endgame und deswegen könnt ihr den Stuhl jetzt noch nicht finden. Ich zeige euch aber trotzdem genau, wo er ist, damit ihr den später aktivieren könnt. Um das Gemälde zu finden, starten wir von hier unten und gehen hier ein bisschen rechts rein und hier ist so eine kleine Höhle und hier könnt ihr das Gemälde finden. Also hier auf der Karte, wo die Markierung ist, am besten hier von versenkte Ruinen starten. Wenn wir von hier dann aus losgehen, dann ist es eigentlich relativ easy, denn wir schnappen uns unser Pferd und reiten einfach hier Richtung Markierung rüber. Das ist da drüben und ihr seht da schon, da ist so eine kleine Höhleneinbuchtung und da müssen wir eben einmal hin. Reitet darüber und ihr werdet das Gemälde finden. Hier in der Höhle könnt ihr dann das Gemälde einmal an euch nehmen und ich zeige euch jetzt auch noch, wo ihr das Gemälde dann entsprechend einlösen könnt, wenn der Heilige Turm vom Schatten befreit ist. An diese Stelle der Karte müsst ihr unbedingt einmal hin, denn dort gibt es ein kleines Quellenrätsel und ihr startet am besten von Fuß der uralten Ruinen. Diesen Checkpoint nehmt ihr, um zum Mausoleum zu kommen, also einmal hier lang reiten und hier ist dann diese Quelle, welche wir nutzen können, um oben auf den Berg zu gelangen. Startet also von hier vom Checkpoint aus und reitet einmal komplett durch. Ich zeige euch den Weg. Ist zwar geradeaus, wirklich, ihr könnt nichts verpassen. Einfach gerade durch hier an diesen Typen vorbei. Die könnt ihr natürlich auch gerne noch platt machen, wenn sie euch nerven. Und die erledigt ihr dann einmal. Habt ihr das gemacht, geht's direkt einfach geradeaus weiter, um zu den Klippen zu gelangen und da reiten wir jetzt einfach hin, indem wir hier dem Weg folgen und hier unserer Markierung hinterher reiten. Die ist jetzt hier ein bisschen wild in der Gegend, aber hier ist die richtige Position, denn hier müssen wir einmal durchreiten und hier finden wir dann diesen Strudel. Der ist jetzt bei euch noch nicht aktiv, der Strudel, und diesen könnt ihr jetzt freischalten. Wenn ihr eben von dem Fuß der uralten Ruinen hier runtergeritten seid, dann seid ihr an der richtigen Stelle. Um diesen Sprung jetzt freizuschalten, reitet ihr einfach noch ein Stück weiter und ganz hier hinten sind dann solche Steine versteckt. Die haut ihr einmal um und die Quelle hier unten wird dann wieder freigeschaltet. Springt hier einmal hoch, um zum Mausoleum zu gelangen. Da gibt es noch einen kleinen Miniboss für euch, den ihr natürlich besiegen könnt. Im Endeffekt findet ihr das Gemälde bzw. den Künstler des Gemäldes genau zwischen diesen beiden Steinen hier, wenn wir eben das Schloss vom Schatten befreit haben. Hier auf der Karte nochmal genau gezeigt, hier befindet sich dann der Künstler, wenn wir das Schloss aktiviert haben quasi und den Künstler können wir dann hier einsammeln. Das Ganze findet aber tatsächlich erst im Endgame statt, also macht euch keine Sorgen, wenn bei euch hier der Künstler noch nicht ist. Wir müssen also erstmal den Schatten von dem Schloss befreien, damit das eben genauso aussieht wie bei uns auf der Karte. Und dann taucht auch erst der Künstler auf. Hier sieht man nämlich schön, dass das Schloss der Heilige Turm heißt und hier auch noch kein Schatten da ist. Wenn wir das Ganze jetzt vergleichen, sieht das schon mal ein bisschen anders aus. Gemälde Gebiet der Drachen und ja, wie das Gemälde schon sagt, finden wir da den Künstler natürlich im Drachenfelsen, aber ich zeige euch jetzt auch erstmal, wo wir das Gemälde finden, weil das ist ein bisschen versteckt. Um das Gemälde zu bekommen, können wir hier am Platz vom Haupttor starten. Wir können theoretisch einmal hier direkt durch die Tür gehen und uns dann von dort, von diesem Checkpoint aus, das Gemälde holen. Ich finde aber persönlich wesentlich schlauer, wenn wir hier vom Lagerhaus Erdgeschoss starten, wenn ihr diesen Checkpoint schon habt. Da geht es dann wesentlich schneller und wir haben noch einen kleinen Vorteil gegen den Gegner, der hier auf uns wartet. Also Lagerhaus Erdgeschoss meiner Meinung nach die beste Wahl. Von hier aus starten wir dann, drehen uns einmal um und benutzen einfach hier hinten den Aufzug, gehen dann runter. Das ist der Gegner, den ich meine. Den können wir jetzt nämlich schön von hinten angreifen und ihn eben schnell platt machen.
Haben wir das erledigt, können wir dann auch direkt weitergehen, dem Weg hier entlang. Und hier können wir einmal die linke Seite benutzen. Dort finden wir nämlich eine Leiter, die so ein bisschen schwierig zu sehen ist. Hier diese Leiter einmal benutzen und nach unten sliden. Und wenn ihr hier unten angekommen seid, dann geht es hier auch schon weiter. Passt auf die kleinen Gnome, welche euch folgen können. Hier einmal links um die Ecke und dann die Leiter hier runter. Wenn ihr hier jetzt die Leiter runterslidet, dann kommt ihr automatisch zum Gemälde und könnt euch das Ding hier einmal einsammeln. Das befindet sich hier hinten. Achtung, hier ist noch eine Illusionswand, die euch zu einem geheimen Gebiet führt. Ihr erhaltet jetzt das Gemäldegebiet der Drachen. Und da müssen wir natürlich einmal hinreisen. Am besten ist natürlich, wenn ihr schon die Egon-Quest bei mir im Kanal gemacht habt, dann könnt ihr da nämlich schon den Checkpoint haben und auch direkt zum Künstler reisen. Die Quest ist ziemlich cool und solltet ihr euch unbedingt anschauen. Also, Freunde, guckt da unbedingt mal rein. Um dort jetzt hinzukommen, gehen wir natürlich hier zum Fuß des Klingengipfels. Und da geht es eben weiter. Und hier ist auch der NPC Egon, von dem ich gesprochen habe. Und hier oben müssen wir einmal hin, Berghang des Klingengipfels, um eben das Gemälde zu finden. Kommen wir hier raus, ist es eigentlich relativ easy. Wir gehen hier nach links einmal rüber. Das ist nämlich der Weg, der auch zum Boss führt. Und hier müssen wir einmal lang. Und eigentlich können wir das Gemälde bzw. den Künstler gar nicht verfehlen, denn wenn wir hier einmal lang reiten, folgt der Weg immer dem gleichen Pfad. Geht hier den Strudel hoch. Es gibt also nur einen Weg. Und da finden wir auch den Künstler. Lauft hier entsprechend weiter und hier an der Seite könnt ihr jetzt so einen kleinen Felsvorsprung finden. Da gehen wir jetzt einmal runter und da unten gibt es auch den Künstler. Also hier einmal bei den Blitzen hier entlang und hier etwas weiter und hier unten an der Klippe, da steht dann auch der Stuhl des Künstlers, der dann auftaucht, wenn ihr euch hier näher ranbegebt. Das Coole ist, dass ihr hier einen Drachenkopf erhaltet, mit dem ihr euch tatsächlich auch in die Drachenform verwandeln könnt, was ziemlich nice ist. Berührt also den Stuhleimer und schon kommt der Gegenstand raus, das Steinherz, womit ihr euch wirklich in einen Drachen verwandeln könnt und so eure Fähigkeiten nochmal ganz anders verteilt. Das Gemälde Einfall finden wir relativ am Anfang. Und es ist wahrscheinlich eines der ersten Gemälde, die ihr auch gefunden habt. Wie ihr dazu die Lösung findet, zeige ich euch jetzt natürlich gleich. Das Gemälde findet ihr hier unterhalb und müsst quasi einmal komplett linker Seite langlaufen, um hierher zu kommen. Ihr könnt nicht einfach hier runterreiten, ihr müsst ganz links an der Felsenklippe lang. Dann findet ihr hier das Gemälde und das Gemälde Einfall können wir jetzt natürlich auch gleich lösen. Es zeigt uns so einen kleinen Brückenkopf, den wir jetzt finden müssen, der sich aber auch relativ nah am Anfangsgebiet befindet und da reiten wir jetzt einmal hin. Hier an dieser Position, da könnt ihr den Künstler finden, also relativ am Anfang auch und genau hier reitet ihr einmal hin, um den Künstler zu finden, um dann auch die Belohnung zu erhalten. Seid ihr hier angekommen, nutzt ihr einfach den Stuhl des Künstlers und wir sehen, das ist genau das Bild, was er gezeichnet hat. Wir können dann hier das Schlangenwappenschild einsammeln, was auch ziemlich cool ist. Freunde, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Pusht mal das Däumchen nach oben, lasst auch gerne ein Abo da und alle Guides zu Shadows of the Erdtree findet ihr natürlich im Kanal. Klickt euch da gerne mal rein.